Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich wieder eine Frage beantworten, die mir manchmal gestellt wird. Und ich muss gestehen, dass ich diese Frage durchaus auch berechtigt finde und hoffe, dass ich mit diesem Video ein bisschen zur Aufklärung beitragen kann. Es schließt sich so ein bisschen der Kreis zu einem Video, welches ich schon mal gedreht habe, und zwar: Die Fragestellung besteht darin, dass ich ja öfters erzähle, dass Muslime viele Aufgaben im Leben haben, dass sie zum Beispiel, muslimische Männer dürfen Frauen nicht angucken, sie dürfen eigentlich auch den Frauen nicht so richtig in die Augen gucken, fremden Frauen, ja. Sie dürfen auch nicht auf die Körperform gucken, geschweige denn dürften wir als Frauen uns präsentieren sozusagen, damit wir auch die Männer nicht präsentieren, damit wir eben auch die Männer nicht in Versuchung bringen. Also das ist alles so ein Kreislauf, der zusammengehört. Und daraus ergibt sich natürlich manchmal, das ist für mich zumindest eine natürliche Folge dessen, die Aussage: Ja, aber ich habe ganz andere Erfahrungen mit Muslimen gemacht. Die muslimischen Männer sind gerade ganz im Gegenteil. Die sind noch viel schlimmer als christliche Männer oder Ungläubige. Und da muss man sich richtig in Acht nehmen, da muss man richtig aufpassen. Und wenn ich jetzt diese Antwort auf diese Frage geben möchte, möchte ich auch gerne auf mein Video verweisen, welches ungefähr so heißt: was ist ein praktizierender Muslim und was ist ein Muslim? Ja, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Und ich kann euch dann könnt ihr euch, wenn ihr dieses Video angeschaut habt, vielleicht auch die Antwort selber zusammenreimen. Es gibt sehr große Unterschiede zu einem praktizierenden Muslim und einem, der sich nur Muslim nennt, aber seine Religion nicht praktiziert. Wir haben im Islam ziemlich strenge Vorschriften, was das Zusammenleben und Leben überhaupt in dieser Dunya, in dieser Welt betrifft. Und eigentlich gibt es auch keine Ausnahmen dafür. Eine ganz wichtige Regel oder fünf wichtige Regeln sind natürlich die fünf Säulen des Islam. Und eine ganz große Säule bildet das fünfmalige Gebet am Tag. Und jeder Muslim ist verpflichtet, das zu beten. Die Pflichtgebete. Ja, es gibt freiwillige Gebete, die sogenannten Sunnah, das heißt Gebete, die das zusätzlich zu den Pflichtgebeten ausgeführt werden kann. Die sind freiwillig, sind aber natürlich auch angedacht, sie auch zu beten. Aber die fünf Pflichtgebete: zum Morgengebet, das Mittagsgebet, das Nachmittagsgebet, das Abendgebet und das Nachtgebet, sind für jeden Muslim verpflichtend. Und ich möchte mal behaupten, dass ganz viele Muslime das nicht tun. Sie beten nicht. Und wenn ein Muslim nicht betet seine fünf Gebete, ist er in großer Versuchung, viele Dinge, die für uns verboten sind, trotzdem zu tun. Und manches ist natürlich schlimmer als etwas anderes. Und jedes für sich genommen, aber trotzdem haram, also verboten. Und wir sind, wenn wir so etwas tun, auf die Gnade Allahs angewiesen, dass er uns verzeiht, was er vielleicht macht, aber vielleicht auch nicht. Ja? Und wenn wir den Islam praktizieren, gibt es viele Regeln. Man merkt sofort, wenn ein Muslim praktizierender Muslim ist oder wenn er eben nur sagt, er sei Muslim, was natürlich nicht heißt, dass er keiner ist. Natürlich ist er ein Muslim, wenn er das Glaubensbekenntnis gesprochen hat und auch tief im Innern daran glaubt, ist er ein Muslim. Und das ist auf jeden Fall sehr gut, nur als Folge dessen ist es eben verpflichtend, auch zu praktizieren. Viele machen das nicht. Sie sagen, sind Muslim, ist auch in Ordnung, ist auch schon schön und ist auch gut. Wenn sie jedoch nicht praktizieren, machen sie oft auch viele Dinge, die verboten sind. Ja, natürlich machen auch
praktizierende Muslime Fehler. Das heißt nicht, dass wir von Fehlern freigesprochen sind und fehlerlos sind, wenn wir sagen, wir sind praktizierende Muslime. Wir lernen alle noch dazu. Es gibt viele Muslime, die sind neu konvertiert. Es gibt viele Muslime, die sind noch auf mittleren Stand. Es gibt viele Muslime, die bestimmte Dinge einfach noch nicht so in ihr Leben einbauen konnten und auf die Gnade Gottes hoffen, dass ihnen verziehen wird. Es gibt tolle Menschen, die sich richtig gut weitergebildet haben und die ganz strikt auch ihre Religion ausüben. Und da gibt es eben wie immer im Leben viele verschiedene Schicksale und jeder muss für sich selbst muss sich selbst verantworten vor Allah, wenn wir eines Tages vor ihm stehen werden. Und wir alle haben vor diesem Tag Respekt, ja, bis hin zur Angst, weil wir alle natürlich, wie gesagt, alle Fehler und Sünden begehen und immer auf die Gnade Gottes angewiesen sind bei jedem Fehler, den wir machen. Uns dessen bewusst zu sein, ist auf jeden Fall schon mal richtig gut und auch ein toller Anfang. Problem an der Sache ist nur bei den nicht praktizierenden Muslimen, dass sie eben Dinge tun, oft die tatsächlich richtig schlimm sind und verboten sind. Ich möchte da mal einige Dinge aufzählen, zum Beispiel nicht zu beten. Es ist eine Säule des Islams, es ist ein Grundpfeiler des Islams. Ein Muslim muss beten. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Ja? Denn das Gebet erinnert uns täglich daran, uns an die Gesetze an Allah zu halten, ihn um Verzeihung zu beten, ihn um Wünsche zu bitten, sich fünfmal am Tag mit ihm zu beschäftigen, mit seiner Gegenwart uns immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Das ist wichtig und nicht umsonst eine Vorschrift. Wenn wir sagen, wir beten nicht, okay, kann man sagen, okay, viele haben es noch nicht bekommen, haben es noch nicht hinbekommen, das zu tun. Ja? Allah ist sehr großzügig und verzeiht vieles, aber es gibt auch Dinge, die man einfach nicht machen darf, die einfach verboten sind. Ich möchte als nächstes den Alkohol dazu nehmen. Alkohol ist streng verboten im Islam. Wir dürfen ihn nicht trinken. Unsere Gebete sind im Anschluss gar nicht anerkannt, weil wir eben den Alkohol noch viele, viele Wochen im Blut behalten, nach den Gesetzen des Islams. Streng verboten. Wir dürfen keine Zina machen. Zina ist eine Beziehung mit dem anderen Geschlecht außerhalb der Ehe. Ja? Nur wenn die Ehe ausgeführt ist, darf eine Beziehung überhaupt begonnen werden. Halten sich ganz viele Muslime nicht dran. Und als Folge dessen ist es natürlich auch verboten. Und jetzt komme ich vielleicht auf die Fragestellung, ja, ich werde aber oft angemacht und ich werde belästigt und vielleicht noch schlimmere Dinge passieren. Solche Menschen, die das tun, sagen vielleicht, dass sie Muslime sind, aber sie verhalten sich nicht muslimisch. Das ist ein Verbrechen teilweise, wenn es gemacht wird. Egal, wie man es auch dreht und wendet, sowas ist verboten. Im Islam, es ist absolut etwas, was nicht gemacht werden darf und es hat nichts, aber auch absolut nichts mit einem Muslim zu tun. Das ist ganz einfach eine große Sünde, die er macht und ich weiß nicht, wie ihm Allah das verzeihen soll, ja. Aber er ist sehr großzügig und jeder Mensch muss selbst entscheiden, wie er handelt. Für uns Muslime ist das verboten. Wir dürfen das andere Geschlecht nicht einmal angucken. Ja? Beziehungsweise Männer dürfen die Frauen nicht angucken, wenn sie nicht verschleiert sind. Und auch wenn sie verschleiert sind, möglichst mit Abstand und nicht zu viel und möglichst auch den männlichen Part ansprechen. Das sind nun mal die Regeln des Islams. Und das hat, so glauben wir, gute Gründe, dass das so gemacht wird, sonst wären wir keine Muslime. Das würde jetzt zu weit führen. Ich werde in nächster Zukunft mal ein paar Fragestellungen aufgreifen, einfach um auch so ein bisschen mal aufzuklären, weil ich glaube, dass es schon viele, viele Vorurteile gibt, was den Islam betrifft, eben weil man schlechte Menschen, die sagen, sie seien Muslime,
in einen Topf wirft mit uns Muslimen, die wir die wahre Religion praktizieren. Und eine Aufklärung kann, glaube ich, nie schaden und etwas anderes möchte ich nicht machen. Und das ist der Sinn auch dieses Videos. Muslime müssen helfen anderen Mitmenschen. Wir müssen gute Taten sammeln. Je mehr gute Taten wir sammeln, desto hilfsbereiter wir sind, desto größer wird unser Lohn im Paradies sein oder im nächsten Leben sein. Für uns Muslime ist diese Welt nichts anderes als eine Prüfung für die nächste Welt. Wir sind nicht hier auf der Welt, um uns zu vergnügen, um es uns gut gehen zu lassen, sondern wir haben Aufgaben hier zu erledigen. Wir sollen den Islam nach seinen Gesetzen praktizieren. Dazu gehört, dass wir Mitmenschlichkeit an oberste Stelle stellen und niemals Menschen verletzen, niemals Menschen wehtun, außerhalb der Gesetzmäßigkeiten, die wir im Islam und im Koran ganz eindeutig festgelegt bekommen haben. Frauen zu belästigen ist etwas, was zu den widerwärtigsten Dingen gehört, Handlungen gehört, die ein Muslim praktiziert. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie jemals so etwas verziehen werden kann. Es gibt natürlich noch andere Dinge, wenn ein Muslim Verbrechen verübt. Sagt, er sei Muslim, verübt aber Verbrechen, die haram sind, die verboten sind. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Muslime das auch tun. Ja, es ist einfach verboten und auch im Islam gibt es gute Muslime und es gibt ganz schlechte Menschen, die von sich behaupten, sie seien Muslime, aber trotzdem dagegen handeln. Sie praktizieren den Islam nicht. Sie glauben dran an Allah und an seine Gesetze. Sie leben aber nicht danach. Ja, sie praktizieren den Islam nicht und begehen daher ganz viele sehr schlimme Dinge. Der Islam ist gut zu praktizieren, aber er hat strenge Gesetze und diese Gesetze sind für jeden Muslim einzuhalten. Ja. Und das hat auch seinen Grund, warum das so ist, eben um solche Verbrechen aus dem Weg zu gehen, um sie nicht geschehen zu lassen, um es zu vermeiden. Wenn alle Muslime wären auf der Welt, praktizierende, gläubige, gute Muslime, würde es keine Verbrechen auf dieser Welt geben. Das ist einfach mal Fakt. Nur wie immer gibt es Menschen, die es trotzdem tun. Und es gibt viele Muslime, die essen Schweinefleisch. Ja? Es gibt viele Muslime, die belästigen Frauen, die haben Beziehungen vor der Ehe. Es gibt viele Menschen, die trinken Alkohol, nehmen Drogen. Es gibt viele Muslime, die weiß ich nicht, was für Verbrechen verüben. Ich will jetzt hier gar nicht aufzählen, was man all die klauen, die töten, die misshandeln. Ja? Diese Menschen behaupten nur, Muslime zu sein, glauben auch dran, haben auch das Glaubensbekenntnis gesprochen, das möchte ich Ihnen nicht abstreiten, aber nur zu sagen, ich bin ein Muslim, aber ich lebe danach nicht, ich halte mich nicht an die Gesetze, ist für mich sehr zweifelhaft zu betrachten, aber ich möchte mich da auf gar keinen Fall irgendwie aus dem Fenster nehmen oder irgendwelche Beurteilungen über einen Menschen fällen, das macht Allah, dazu bin ich nicht in der Lage, aber ich weiß, dass ich mich an die Gesetze zu halten habe, wenn ich sage, ich bin Muslima. Dass ich das mehrere Jahre tatsächlich auch nicht gemacht habe, dass ich auch keine Gebete gemacht habe, dass ich nicht gefastet habe, dass ich als junge Frau offen durch die Gegend gelaufen bin mit offenen Haaren. Ich mache das zwar immer noch, aber nun bin ich auch schon alt. Es gilt für ältere Menschen noch. Gut, will ich gar nicht drüber reden. Ich bin zu offen, viel zu offen. Das ist eine Sünde, ein Haram, den ich für mich tatsächlich noch in Angriff nehmen muss. Ich bin mir dessen bewusst und bin auch bemüht, das zu ändern. Inshallah werde ich die Kraft dafür haben, das zu tun. Aber wir alle haben Fehler, wir alle machen Dinge, die verkehrt sind und es ist wichtig, auch das einzusehen und es zu verbessern oder zumindest es sich vorzunehmen zu verbessern, aber es gibt halt auch Dinge, die schwierig sind,
zu verzeihen oder es wieder gut zu machen, auch wenn man darum bittet. Es ist natürlich tiefe Reue erst einmal vonnöten und es ist auch das Versprechen und der Vorsatz vonnöten, es nie wieder zu tun und es zu ändern, ja. Ich bin auch ein Mensch, wenn man sagt, es tut mir leid, dann erwarte ich auch, dass man versucht, das nicht nochmal zu machen. Es gibt aber auch oft die Situation, dass man mich um Verzeihung bittet, aber das morgen ganz genauso wieder macht, wie man es vorher auch schon gemacht hat. Und das ist immer schwierig, ja, weil dann braucht man ja nicht Verzeihung sagen, wenn man es nicht ändert, weil es tut einem ja nicht leid. Wenn es einem leid tun würde, würde man versuchen, es nicht wieder zu tun. Finde ich immer so. Und so, das ist so meine Gedanken, die ich so dazu habe. Und ich glaube auch, dass das ähnlich gelagert ist mit Sünden, die man begeht. Man begeht Sünden und es ist ja auch immer abhängig, ob ich das absichtlich mache. Also ich weiß, ich darf es nicht, aber ich mache es trotzdem und es ist mir egal. Wenn ich dann später älter bin und es mir leid tut, kann man natürlich um Verzeihung bitten, aber man nur unter der Bedingung, dass man es auch nicht nochmal macht, ja, oder versucht, es nicht zu tun. Dass wir alle, wie gesagt, Fehler machen, ist klar. Aber ich glaube, dass wir Muslime, die wir sagen, wir sind Muslime, ihnen den Islam aber nicht praktizieren. Ich appelliere an jeden, da einmal drüber nachzudenken und zumindest in die Richtung zu gehen, des praktizierenden Muslims. Und man wird es sofort hören, wenn ein Muslim den Islam praktiziert. Fünfmal beten am Tag, über die Zukunft nicht zu sprechen, ohne die Erlaubnis von Allah in den Mund zu nehmen. Ja, so Gott will oder so Allah will. Und zumindest ist zu denken, Bismillah zu sagen, wenn man beginnt zu essen. Es gibt so viele Kleinigkeiten, an denen man merkt, dass ein Muslim auch den Islam praktiziert. Heißt aber nicht, ja. Kommen dann vielleicht die nächsten Kommentare wieder. Heißt aber nicht, dass dieser Mensch dann unbedingt vertrauenswürdig ist. Vertrauen kannst du ja nur zu einem Menschen haben, den du auch hundertprozentig kennst. Es gibt auch viele Menschen, die das zwar nach außen hin zeigen, aber nach innen nicht leben, den Islam. Und das ist ja genauso schlimm, ja. Das ist kein Unterschied. Du betest fünfmal am Tag, du redest wie ein Muslim, aber du handelst trotzdem anders und machst trotzdem viele schlimme Dinge, indem du Menschen betrügst, indem du Menschen belügst, indem du Menschen hintergehst, indem du hinterhältig bist, indem du egoistisch bist, indem du nicht spendest, indem du nicht hilfst. Ja? Das sind alles Dinge, die wir machen müssen und sollten und die einen guten Menschen auch außerhalb des Islams ausmachen. Es hat ja da gar nicht erstmal mit etwas zu tun. Ein guter Mensch hat diese Eigenschaften sowieso und die gelten auch, wenn man kein Muslim ist. Ja? Ehrlichkeit. Und Hilfsbereitschaft, Empathie dem Mitmenschen gegenüber machen einen guten Menschen aus. Und ob Muslim oder nicht. Und wie gesagt, die Religionsgehörigkeit Muslim, wenn jemand das sagt, heißt nicht, dass du dann auch einen perfekten Menschen vor dir hast. Erstmal sind wir gar nicht alle perfekt, auch ein Muslim nicht, der wirklich sich bemüht, auch nach den Gesetzen zu leben. Auch der Mensch wird in Versuchung geführt, auch dieser Mensch wird geprüft von Allah, besteht viele Prüfungen nicht und muss sich dann auch darüber im Klaren sein, die Konsequenzen für sein Verhalten zu tragen. Das ist aber auch menschlich und dafür sind wir eben in dieser Dunya, um uns zu beweisen, um Prüfungen zu bestehen und zu bewältigen und haben die Aufgabe zu versuchen, jedenfalls alles Mögliche daran zu setzen, zu einem guten Menschen zu werden und immer wieder neu zu versuchen. Dass ein Mensch nicht abgestempelt wird, wenn er schlechte Dinge tut, das ist, glaube ich, auch richtig so. Aber man muss immer weiterhin seinen Mitmenschen gegenüber skeptisch sein und sie prüfen. Und ich finde aber auch, dass man jeder Mensch die Chance haben sollte, sich zu verbessern. Und gerade Brüder und Schwestern im Islam haben ein Recht darauf, ja, dass ihnen geholfen wird, dass ihnen verziehen wird und dass sie auch an der Hand mitgenommen werden und ihre Fehler
versucht werden, ihn auf eine sanfte Art und Weise zu beweisen, zu zeigen, aufzuzeigen. Das gehört eben zu den Aufgaben von uns Muslimen dazu. Ja, ja meine Lieben, ich hoffe, ich habe wieder ein bisschen Aufklärung beitragen können. Wenn das der Fall ist, würde mich das riesig freuen. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.